Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Microsoft Flugsimulator 2020. Wir machen heute nochmal die Flugschule, denn da sind wir noch lange nicht durch. Hier gibt es ja so viel. Deswegen machen wir heute mal die Landung, denn ich bin noch nie gelandet, außer halt mit einer Bruchlandung in den letzten Folgen. Mayday, Mayday, um Gottes Willen. Mein Gott, wir stürzen ab. Hilfe! Also, ich war das nicht. Und deswegen fände ich es ganz sinnvoll, wenn wir das mal machen würden. Dann würden wir nicht bei jedem Flug ein neues Flugzeug brauchen. So, in diesem Tutorial lernen Sie blablablub. 4 Minuten. Los, fliegen. Let's go. Hier ist wieder so ein geiler Pfeil. Den finde ich richtig schön. Echt cool gemacht. Ah ja, hier sitzen wieder die Zwillinge im Flugzeug. Wer kennt sie nicht? Und dann würde ich sagen, bereit zum Fliegen. Main RC Airflug Lehrer Flight Timber Zio Sagan. Das Best am Flygen ist in einem Stuck Zio Land in dem Canage Nerve. Ach, ich steuere schon. Ja, moin. Muss man erstmal sagen. Heute werden Sie dafür verantwortlich sein, das Flugzeug sicher zu landen. Wir haben die Freigabe für einen direkten Landeanflug. Daher müssen wir die normale Platzrunde nicht ausführen. Geil. Ich habe das Flugzeug bereits in die Landekonfiguration gebracht. 65 Knoten, Landeklappenausrichtung von 10 Grad und Leerlaufmodus. Wir befinden uns auf dem Gleitweg. Behalten Sie die Geschwindigkeit von 65 Knoten bei. Ändern Sie bei Bedarf die Neigung und fliegen Sie weiter auf die Landebahnnummer zu. Oh Gott, wenn Sie auf die Landebahnnummer zufliegen, sollten Sie versuchen, diese konstant in Ihrem Sichtfeld zu halten. Wenn es scheint, als bewege sich die Nummer auf Ihrer Frontscheibe nach oben, sind Sie zu niedrig. Geben Sie etwas mehr Schub, um wieder auf den Gleitweg zu gelangen. Wenn es scheint, als bewege sich die Nummer auf Ihrer Frontscheibe nach unten, sind Sie zu hoch. Ja, das ist klar. Sie müssen die Landeklappen ausfahren, um schneller zu sinken. Ja, du bist gut. Und gleichzeitig das Steuerhorn nach vorne drücken und trimmen, um die Fluglage zu ändern und die Geschwindigkeit beizubehalten. Landeklappen, F8. Zack. So. Ist jetzt überhaupt was passiert? Ich glaube aber schon, ne? Boah, ist das schwer. Lecco mio. Ich steige, glaube ich, schon viel zu steil. Nee, Blödsinn, ich sinke zu steil. Steigen tue ich ja nicht. Boah, ist das kompliziert. Hilfe, vor allem mit dem Controller. Ich habe ja jetzt kein richtiges Flugzeug, Ding, wie heißen diese Hebel? Ich weiß es gar nicht. Steuerhorn, glaube ich, ne? Egal. Dafür bin ich immer noch kein Pilot. Halten Sie 65... Nee. Doch, 65 Knoten. Ich bin ehrlich, ich habe schon wieder vergessen, wo die Geschwindigkeit steht. Egal. So, machen wir Geschwindigkeit mal wieder raus hier. Da werden wir schon an den 65 Knoten vorbeikommen. Halten Sie weiterhin die Landeschwelle im Blick. Wenn Sie etwa 10 Fuß über der Piste sind, ist es Zeit, mit Ihrem Flugzeug auszuschweben. Habe ich jetzt Sobald schon. Sie die Landeschwelle überflogen haben, sollten Sie sich auf das Ende der Piste konzentrieren. Habe ich jetzt schon die Sehen Räder Sie draußen? Dann leicht am Steuerhorn, um die Nase etwas über dem Pistenende auszurichten. Folgen Sie dem Gleitweg, okay. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, ob meine Räder draußen sind. Wir haben die Landeschwelle überflogen, aber wir sind noch immer ein wenig zu hoch. Was passiert denn jetzt? Warum hängt das so? Ah, so ein Scheiß. So, verlieren Sie. Ach, das ist er wieder. Hier kann ich auf jeden Fall Bubble empfehlen. Ziehen Sie das Steuerhorn sanft nach hinten, um die Neigung zu erhöhen. Okay. Ziehen Sie leicht nach hinten und lassen Sie die Maschine auf der Landebahn aufsetzen. Drücken Sie sie nicht nach unten, aber lassen Sie sie auch nicht aufsteigen. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Halten Sie jetzt die Bremsen, um das Flugzeug zu verlangsamen und dann anzuhalten. Ja, wenn du mir sagst, wo die Bremsen sind, dann mache ich das. Komma, 10er Tastatur. Moment, die hier? Ah. Irgendwie richtig entspannt, wenn man nicht mehr in der Luft ist. Gute Arbeit. Denken Sie immer daran. Wenn Sie noch aussteigen können, war es eine gute Landung. Und wenn Sie das Flugzeug am nächsten Tag wieder fliegen können, war es eine hervorragende Landung. Ja, das meinte ich, dass wenn ich jeden Tag ein neues Flugzeug brauche. Das kann auch für einen erfahrenen Piloten schwierig sein. Übung macht den Meister. Üben Sie einfach weiter. Dafür sind wir schließlich hier. Ja, also,
Also das war ja jetzt wirklich gut. Also da habe ich mich ja mal ganz gut angestellt. Einmal weiter, das hat ja jetzt überhaupt nicht lange gedauert, oder? Lass mich mal kurz gucken hier. Uhrzeit, das ist ja null aussagekräftig, ich wollte eigentlich die Zeit. Ach so, hier Gesamtflugdauer. 4 Minuten 8? Alter, war ich schnell. Da bin ich ja richtig gut. Ja, also, ich bin richtig stolz auf mich, ich habe ein Flugzeug gelandet. Ach so, das war hier diese Cessna-Maschine. Das heißt, da kann man das Fahrwerk gar nicht einfahren. Von daher, hätte ich mir da gar keine Gedanken machen müssen. Dann würde ich sagen, war das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und du mehr vom Flugsimulator sehen willst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Video und ciao!